Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben heute mal wieder eine Episode der Zuschauerpost. Ganz verrückter Fall heute tatsächlich. Der Max hat mich angeschrieben vor einigen Tagen und meinte, er hat einen 7900X, also Ryzen, im Betrieb. Und von einem Tag auf den anderen hat die CPU nicht mehr funktioniert. Also Postcode war 00 auf dem Mainboard. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches, kann ja passieren. Dann hat er alles sauber gemacht und meinte, plötzlich wäre Flüssigmetall auf seiner CPU. Er hat aber gar kein Flüssigmetall verwendet, sondern normale Wärmeleitpaste. Und ich dachte mir so, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ne? Habe ich weiter nachgefragt, habe gesagt, schick mir doch mal Bilder. Und das, was ich dann gesehen habe, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich ihm im Austausch direkt einen 7900X3D geschickt habe, weil ich gesagt habe, das klingt sehr obskur, sehr verrückt. Den Fall möchte ich mir sehr gerne für ein Video anschauen. Und dann hat er auch direkt eine CPU im Austausch, kann weiterzocken. Die hat er auch schon, hat schon eingebaut. Dementsprechend Grüße gehen raus an Max. Und wir schauen uns jetzt mal kurz die CPU hier close-up an. Hetzner hat mit dem AX52 einen neuen Dedicated Root Server mit Ryzen 7 7700 im Angebot, den ihr euch unbedingt anschauen solltet. Ab 70,21 Euro im Monat inklusive Mehrwertsteuer bekommt ihr die 8-Kern-CPU mit 2 1TB NVMe-SSDs und Gigabit-Anbindung mit unbegrenztem Traffic. Standardmäßig stehen 64 GB DDR5 RAM zur Verfügung und bei Bedarf kann der Server auch mit 128 GB DDR5 ECC RAM konfiguriert werden. Alles wie gewohnt mit den typischen Hetzner-Vorzügen und natürlich ohne Mindestvertraglaufzeit. Mehr Informationen dazu findet ihr im Link in der Beschreibung. Das Verrückte ist tatsächlich das hier. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein riesigen Batzen Flüssigmetall, aber wie ihr sehen könnt, wenn ich hier drauf fasse, das ist hart. Und das ist auch das Gleiche, was er mir dann auf Bildern und Videos gezeigt hat. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Hier auch links sind so ein paar kleine Spritzer. Und die Vermutung ist aktuell, dass das Indium ist, also das, was eigentlich auf der CPU oben drauf ist, um den Heatsweater zu verlöten. Und dass die CPU irgendwie so warm wurde, also dass die keinen Overtemperature Protection irgendwie hatte. Und die CPU sich selbst entlötet und getötet hat. Was sehr verrückt wäre und das wäre ein Fall, von dem ich noch nie vorher gehört oder gesehen habe. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wir das öffnen und uns anschauen können, weil wenn wir jetzt den normalen Delitter nehmen und schieben das hin und her, dann habe ich die Befürchtung, dass wir vielleicht irgendwas verwischen, zerstören und es nicht mehr so gut sehen können. Deswegen werden wir jetzt gleich mal versuchen, den Heatsweater zumindest an der oberen Kante ein bisschen wegzufräsen, weil wir dann zumindest vielleicht mit dem Makroobjektiv drunter schauen können und dann können wir es ja immer noch normal köpfen. Übrigens wurde das mit einem X670E Aorus Master gemacht. Das Board habe ich auch. Das heißt, am Ende werde ich auch noch versuchen, nicht einen 7900X, aber vielleicht einen 7600 oder 7700X zu verwenden und mal ohne Kühler auf einen Aorus Master mit der gleichen BIOS-Version zu packen, um dann zu schauen, ob da irgendwie irgendwas nicht funktioniert mit der Temperatur, wie sagt man da, Temperatursicherung, also mit dem Übertemperaturschutz, dass die CPU sich abschaltet, wenn sie 100 Grad plus erreicht. Das werden wir schauen. Auch rein theoretisch gibt es ja den TJ Max Offset, das heißt, man kann bei diesen CPUs immer die Maximaltemperatur ein bisschen anheben. Auch das werden wir uns dann gegen Ende des Videos natürlich noch anschauen. Wir haben jetzt den Ryzen 7900X in ein Thermogreasy Lapping Tool gepackt, einfach an den 4 Schrauben fixiert. Also können wir den einspannen und dann bequem hier oben erstmal ein paar Millimeter wegnehmen. Damit sitzt die CPU erstmal fest im Schraubstock. Kurzer Check, sieht soweit aber gut aus. Und es ist noch ein bisschen tiefer, also es waren erst 2 mm und der Heatsweater hat 3,4 mm dicke ungefähr. Und noch ungefähr, soll man sagen, 4 bis 5 mm müssen wir noch nach hinten. Wir haben auch hier immer einen 7600X, den wir vor längerer Zeit mal geköpft haben. Den haben wir immer als Referenz, also messen dann immer gegen, okay, wie viel kann man da jetzt noch wegfräsen oder nicht, weil ich will natürlich nicht in den Chip reinballern. Wobei man auch sagen muss, wir haben jetzt von der Tiefe her 3,5 mm gemacht vom Fräsen und da würde man sowieso im Lot landen und nicht im Chip. Da wir jetzt vorne beim IO-Die erstmal nichts sehen konnten, fahren wir jetzt mal noch seitlich vorbei, um uns langsam an einen von den CCDs ranzutasten. Mittlerweile haben wir uns da an den Chip ziemlich angenähert. Man sieht es auf der Kamera jetzt noch nicht so gut. Wir holen den nachher auch mal raus. Zumindest mal zum aktuellen Moment würde ich mal sagen, dass beim IO-Die und bei dem rechten Chip, den man da sehen kann, erstmal nichts Auffälliges ist.
Jetzt werden wir das auch nochmal von der linken Seite machen, da was wegfräsen und dann die CPU auch mal rausnehmen, dass man die sich richtig anschauen kann. Das ist wirklich verrückt. Also wenn man jetzt mal hier an der Seite reinschaut, ich werde jetzt gleich noch Makrobilder machen, dass man das wirklich besser sehen kann. Aber zumindest mal überall an den Kanten, wo wir an den Chip rangefahren sind, sieht man erstmal Lot. Also zwischen dem Heatsweater und dem Chip sieht es soweit erstmal auf den ersten Blick gut aus. Jetzt mache ich mal Aufnahmen und die gucke ich mir dann in Ruhe an und dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Da wir interessanterweise nichts gefunden haben, ich habe gedacht, vielleicht sieht man irgendwie was, was wegläuft, aber deswegen habe ich vorne die Kante eben stehen lassen, dass wir jetzt mit dem normalen Delitter dann trotzdem versuchen können, den Rest vom Heatsweater jetzt noch zu entfernen und dann nochmal drunter schauen. Dann schauen wir mal, ob es überhaupt passt mit dem Lot, was da raussteht. Ja. Nicht so richtig, aber geht vielleicht mit ein bisschen Druck. Ich habe es jetzt um die ca. 1 mm verschoben, die der Delitter eben erlaubt. Man sieht es auch, weil hier jetzt ein bisschen mehr von dem Lot zum Vorschein gekommen ist, aber das ist jetzt halt immer noch fest. Das heißt, vielleicht muss ich jetzt mal die gute alte Schraubstockmethode probieren und gucken, ob wir das Ding hier oben lose bekommen. Hat sich auf jeden Fall schon mal bewegt. So, gucken, ob wir das gleich noch so abgelöst bekommen. Mein erster Verdacht scheint sich jetzt aber zu bestätigen, weil zumindest mal direkt, wenn wir auf den Heatsweater schauen, das ist nicht normal. Also wir sehen hier in der Mitte, dass hier was drüber gelaufen ist und normalerweise ist es immer komplett getrennt. Wir werden uns gleich noch einen normalen Heatsweater anschauen von diversen geköpften CPUs und da war das nie so, dass hier was drüber gelaufen ist. Auch sieht man hier diese Blasen und die sieht man vor allem auf der CPU noch viel, viel deutlicher. Das heißt, hier sind so Bereiche, da sieht man, da ist gar kein Lot auf den Chips mehr drauf. Also das sind wirklich komplett freie Stellen. Das habe ich so bei noch keiner CPU so gesehen. Und da wir ja wissen, dass die eine lange Zeit lief, ist es auch erstmal ausgeschlossen, dass es ein einfacher Herstellungsfehler ist. Bei der Detailbetrachtung sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen, die wir uns jetzt hier mal noch eben anschauen. Hier sehen wir erstmal die CPU noch in dem Zustand, als der Heatsweater verbaut war. Auf der Platine gibt es ein paar Beschädigungen, die wir sehen können. Das ist wahrscheinlich passiert, denke ich, beim Fräsen, als sich einer der Füße vom Heatsweater gelöst hat und hat dann anscheinend noch drei SMDs mit abgerissen. Ist aber eigentlich egal, weil die CPU sowieso tot ist, aber ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Die verschiedenen Schichten sind aber sehr, sehr gut zu sehen. Also wir sehen unten den Chip und da sehen wir außenrum was wie so eine Art Klebstoff aussieht. Das ist der Underfill, der zusätzlich den Chip auf der Platine hält und dafür sorgt, dass die BGAs länger halten. Direkt auf dem Chip sehen wir die Lötschicht, also dieses Silberne, die aus Indium besteht und drüber sehen wir den 3,4 mm dicken Heatsweater. Da wir diese Dicke kennen, können wir jetzt einfach mit Pixel messen, schauen, wie dick ist eigentlich das Indium. Wir haben ca. 235 Pixel beim Heatsweater, wir wissen, das sind 3,4 mm und wir haben ca. 24 Pixel bei der Indiumschicht, also ist die ca. 0,35 mm hoch. Das ist jetzt natürlich nicht ultra genau. Aber selbst wenn man da von 10 oder 20% Fehler ausgeht, kann man sagen, die ist irgendwo zwischen 0,3 und 0,4 mm dick. An der Kante des IO-Dice sehen wir auf den ersten Blick auch nochmal normal verteiltes Indium. Und auch beim Blick auf die CCDs sieht es ähnlich aus. Also sowohl links als auch rechts sieht es zumindest an der gefrästen Kante ziemlich gut aus und da ist noch Indium vorhanden. Also es ist nicht so, dass sich die CPU komplett entlötet hat und alles an Indium rausgelaufen ist, weil wir sehen zumindest mal an den Kanten ist alles noch vorhanden. Wenn wir uns den Heatsweater jetzt mal genauer anschauen, da gibt es wirklich ein paar sehr interessante Aspekte. Deutlich zu sehen ist wie gesagt der Bereich zwischen dem I/O-Chip und den CCDs. Und da sehen wir ja diese goldene Schicht und mittendrin sieht man definitiv, da muss flüssiges Indium drüber gelaufen sein. Normalerweise ist auch da die goldene Schicht, die normalerweise dazu da ist, dass das Indium besser haftet. Und ich habe schon ca. 30 bis 40 AM5 CPUs geköpft und keine sah so aus. Also ich würde ziemlich sicher davon ausgehen, dass das irgendwie im laufenden Betrieb passiert sein muss. Man könnte jetzt natürlich auch annehmen, hat AMD hier irgendwie ein Problem bei der Fertigung, irgendwie ein Qualitätsproblem.
Aber ich persönlich würde das fast ausschließen, beziehungsweise ich halte es für unwahrscheinlich. Ist natürlich nur eine Theorie, aber den Grund dafür, denke ich zumindest, sehen wir auf der CPU selbst. Dafür aber nochmal ganz kurz beim Heatspreader diese Löcher und Krater hier betrachten. Da sehen wir, da hat auf jeden Fall schon mächtig Indium gefehlt. Man kann auch schon durchgucken, sieht so ein bisschen diese goldene Schicht durch. Und wenn wir jetzt mal zur CPU switchen, dann sehen wir passend dazu, also zu diesen gleichen Stellen, ist auch hier auf dieser CPU bei vielen Stellen kein Indium mehr vorhanden. Und auch hier sehen wir die goldene Beschichtung auf den Chips drunter durch. Interessant vor allem ist das große Loch auf dem linken Chip. Wenn wir hier mal auf die Farbe des Indium achten, wenn wir da wirklich nah ranzoomen, dann sehen wir, dass das Indium hier so eine glänzende Oberfläche hat. Und das passiert ausschließlich, wenn das Indium schmilzt. Alles andere außenrum, da sieht man, da wo wir den Heatspreader so ein bisschen bewegt haben, durchs Köpfen, durch das Abscheren, da wird das Indium alles so ein bisschen matt. Und nur bei diesem kleinen Krater sieht man das Indium glänzend. Also wir können relativ sicher sagen, dass das Indium dort auf jeden Fall flüssig war. Also dieser Bereich war so heiß, dass das Indium von dieser Stelle wegfließen konnte. Das Verrückte letztendlich ist, dass es ca. 160 Grad Celsius braucht, bis Indium schmilzt. Und das ist eigentlich eine Temperatur, wo die CPU sagt, ich bin dann mal weg. Das haben wir mit Skylake X damals schon viel probiert. Da konnte man TJ Max Offset setzen. Das heißt, man konnte über die üblichen 100 oder 105 Grad Celsius hinausgehen, bis auf 115, 125. Ab 125 war das tödlich für viele von den CPUs. Weil ihr müsst bedenken, wenn euer Sensor 125 liest, dann ist das ja nicht der heißeste Spot, sondern der liegt vielleicht nebendran, ist dann bei 130, 135. Und dass eine CPU dann 160 Grad erreichen kann, dass dann wirklich das Indium schmilzt, das habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Aus meiner Sicht spricht auch gegen ein Herstellungsproblem, dass wir ja diese Lücken jetzt auf den CCDs sehen. Und Max hat gesagt, die CPU lief problemlos für über einen Monat. Und wenn ihr schon mal Flüssigmetall verwendet habt und ihr habt dann vielleicht mal ein Quadratmillimeter nicht perfekt bestrichen, dann seht ihr direkt, dass es zu krassen Hotspots führt. Dann ist direkt ein Kern, der immer 95 Grad Celsius erreicht, die CPU taktet sich runter, was im Umkehrschluss ja wieder bedeutet, dass die CPU weniger Leistungsaufnahme hat und noch mehr Probleme hätte, so eine Temperatur zu erreichen. Das heißt, selbst wenn jetzt die Kühlung defekt wäre, übrigens interessant, da kam eine MSI Core Liquid 280R zum Einsatz. Wir wissen ja, dass bei der 240R und der 360R da einige Probleme waren. Bei der 280R weiß ich das nicht, aber selbst wenn, ihr müsst ja bedenken, wenn man den Pumpenkopf da drauf macht und der Pumpenkopf, der hat ja auch ein bisschen Wasser da drin, der kann auch nicht einfach mal 150 Grad Celsius erreichen, weil es müsste erstmal alle Flüssigkeit da drin verdampfen, weil erst, wenn die weg ist, kann der Pumpenkopf wärmer werden als diese Temperatur, als 100 Grad Celsius. Ansonsten wird er durch die Verdampfung gekühlt. Und da weiß ich nicht, ob so viel Flüssigkeit da verdampfen kann oder ob dann die AIO irgendwann platzt. Da gibt es so viele komische Faktoren an dieser Geschichte. Dann ist auch die Frage, was ist mit der Sicherheitsschaltung innerhalb der CPU, die normalerweise verhindert, dass die CPU solche Temperaturen erreicht. Wurde die deaktiviert? Hatte die einen Schaden? Wurde deaktiviert, da gehen wir kurz auf das Board-Thema ein. Am Anfang hatte ich ja gesagt, der Max hatte einen Aorus Master. Ich dachte auch, ich hätte einen Master, ich habe nur einen Aorus Extreme. Das sind aber sehr, sehr ähnliche Boards und man kann bei den sehr ähnlichen Boards auch oft davon ausgehen, dass die Basis für das BIOS auch sehr ähnlich ist. Ist natürlich kein perfektes Testszenario, aber ich werde jetzt mal mit einem 7600X mal schauen, was passiert denn eigentlich bei diesem Board, wenn man dann zum Beispiel im laufenden Betrieb den Kühler abnimmt, hat es irgendein Problem, ist da nichts vorhanden? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es zu irgendwelchen Problemen führt, wir wollen es trotzdem mal ganz kurz testen mit einem 7600X. Max hatte auch nichts übertaktet oder sowas, er hatte nur Expo-Profil geladen und das war's. Und hier haben wir unser Testsystem, also wie gesagt das Aorus Extreme, wir haben einen 7600X drauf, ich habe jetzt eine AIO drauf, aber auch nur mit zwei Schrauben festgemacht, mit ganz wenig Wärmeleitpaste, dass ich die gleich dann einfach mal abnehmen kann und dann schauen wir, was passiert. Und dann werde ich jetzt mal den Kühler demontieren. Schauen wir mal, was bei den Temperaturen passiert. Es müsste relativ schnell warm werden. Das ist schon relativ warm. Das war schon mal wesentlich mehr, als ich dachte. Also normalerweise, wir wissen doch, AMD Ryzen maximal 95 Grad Celsius. Warum ich jetzt hier 115 gesehen habe, ist mir noch nicht ganz klar. Das ist schon mal 20 Grad mehr als normal. Ich werde jetzt mal weiter untersuchen. Ich habe jetzt mal in PBO mal die maximale Temperatur manuell auf 95 Grad Celsius gestellt. So sollte es eigentlich sein, soweit ich weiß. Jetzt gucken wir mal, ob sich das dann ändert. Das System ist wieder in Windows und ich werde jetzt wieder den Kühler abschrauben.
Interessant, also immer noch trotz PBO-Limit. Warum kann die CPU auf diesem Board so unfassbar warm werden? Jetzt mit anderer BIOS-Version, also ich habe jetzt F8 geflasht, vorher war F5 drauf. Aber zumindest mal auch mit F8, 110 Grad zumindest, 110, kein Problem. Wir testen jetzt mal noch die gleiche CPU, also wieder der 7600X auf einem MSI Mac Ace. Und bin mal gespannt, was für Temperaturen wir da sehen, wenn wir den Kühler abnehmen. Dann nehmen wir hier mal den Kühler ab. Sehr interessant, also auch hier haben wir easy 105 Grad Celsius, also werden wir wahrscheinlich bei der gleichen Temperatur die Abschaltung sehen. Also ziemlich genau die gleichen Temperaturen wie beim Gigabyte Board, finde ich sehr interessant. Ich dachte, die schalten wesentlich früher ab. Das heißt, ich werde jetzt mal noch eine andere CPU probieren und schauen, ob es da einen Unterschied gibt oder ob das einfach nur immer der gleiche Wert ist. Probieren wir doch mal einen brandneuen 7600 Non-X. Scheint auf jeden Fall auch mit dem 7600 Non-X in die gleiche Richtung zu gehen. Also wir haben jetzt die 100-Grad-Marke geknackt, wobei man dazu sagen muss, dass die CCDs, also die Kerntemperaturen, deutlich drunter liegen. Zumindest mal gibt AMD die mit maximal 95 Grad Celsius an. Das heißt, eigentlich sollten die zumindest laut meinem Verständnis die 95 Grad nicht überschreiten dürfen. Zumindest mal verhalten sich beide Boards gleich, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Also wahrscheinlich sollte es dann genauso sein. Ich habe das vorher noch nie getestet, deswegen weiß ich das nicht, ob das so normal sein sollte. Ich meine, wer nimmt auch schon im Betrieb immer den Kühler ab, um sich die Temperatur anzuschauen? Aber soweit, so gut. Ich denke, es ist relativ schwer zu sagen, was genau passiert ist. Man kann so ein paar Theorien aufstellen. Wenn ihr noch eine Theorie habt, lasst mich das sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten halte ich das für einfach einen verrückten Einzelfall. Kann auch sein, dass vielleicht die AIO von ihm ein Problem hatte, nicht richtig kühlen konnte und vielleicht war gleichzeitig irgendwie der Temperaturschutz auf der CPU defekt oder irgendwie sowas. Kann es nicht genau sagen. Max, auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns die CPU geschickt hast. Ich hoffe, du hast Spaß mit deinem neuen 7900X 3D. Da war es aus unserer Sicht ein guter Deal. Du hast eine neue CPU. Wir konnten uns eine ziemlich interessante CPU anschauen. Auch einen Fall, den ich so noch nie gesehen habe. Hatte Spaß, das Ganze zu analysieren. Ich hoffe, ihr auch so ein bisschen beim Zuschauen. Macht's gut. Schönen Sonntag noch. Bis dahin. Ciao. Take Nummer 180, weil die Nachbarn mal wieder in die Wand bohren.